请慢用。In English, please. This is your tea, please. Ah.Frau von Anstetten, was gibt's denn Neues in Düsseldorf? Nichts. Was gibt es Neues aus China? Wussten Sie, dass man hier mittlerweile statt Nudelsuppe Porridge zum Frühstück serviert? Ist der letzte Schrei, gern auch mit Limonade. Hm. Nein, das wusste ich nicht und das interessiert mich auch nicht. Ich erzähle Ihnen das auch nur, damit Sie wissen, welche Opfer ich hier auf mich nehme, während Sie sich's wahrscheinlich gleich im Schneiders gut gehen lassen. Stimmt es, dass Ludwig in China jemanden gefunden hat, der in die Lahnsteinbank investieren will? Ja, aber dank meiner freundlichen Art ist es mir gelungen, Menschen zu finden. Die üble Gerüchte streuen, der Deal wird wohl leider nicht stattfinden. Also bleibt es bei unserem Plan. Die Lahnsteins sollen weiterhin glauben, dass ihre Bank in einer Krise steckt und den Konzern verkleinern. Und nacheinander alle Sparten abstoßen. Und während sie sich noch richtig schön streiten, werden sie nicht merken, dass ich in der Zwischenzeit mir die gesamte Firma unter den Nagel reiße. Und ich bekomme meine Firma zurück. Zu 100%. Ja. Aus der Nummer komme ich wohl nicht mehr raus. Wann sind Sie zurück in Düsseldorf? Das kann ich Ihnen noch nicht genau sagen. Mir ist bei der Recherche noch eine kleine Merkwürdigkeit aufgefallen. Sagen Sie nicht, er hat ein schmutziges Geheimnis. Ludwig, ich bitte Sie. Aber bevor ich mich abschließend äußern kann, muss ich der ganzen Sache auf den Grund gehen. Na dann, viel Spaß. Also, noch einmal Hut ab, Sebastian. Das war wirklich eine große Entscheidung, die Immobiliensparte zum Wohle der Firma zu veräußern. Allerdings, es tut mir sehr leid, dass ich dir nicht von Anfang an vertraut habe. Schon gut, wir waren doch alle nervös. Hing ja auch eine Menge davon ab. Es war genau richtig, von dir so lange zu warten. Was hätte uns ein Verkauf unter Wert genützt? Gar nichts. Freut euch aber nicht zu früh. Wir sind zwar wieder flüssig, aber die Krise ist noch lange nicht vorbei. Wir brauchen jetzt dringend weitere Einnahmen. Kein Problem. Ein Teil der Summe schießen wir als erste Finanzspritze in die Bank und vom Rest erwerben wir die Van Gogh-Option. Noch, Helena, warum Kunst? Weil es die sicherste Investition ist. Ich bitte dich, der Rennstall ist ein reines Risikogeschäft und deine Trendscouts können nur ahnen, was in der nächsten Saison getragen wird und was nicht. Aber Kunst hat einen bleibenden Wert und diese Van Gogh-Sammlung erst recht. Wie wäre es mit diesem hier? Der da ist viel besser. Der Wunsch ist mir Befehl. Mit welcher Gewinnspanne wirst du bei den Van Gogh-Bildern denn rechnen, wenn die Bilder zur Auktion kommen? Oh, ich gehe von einem zweistelligen Millionenbetrag aus. Oh, was? Gut. Das ist völlig überbewertet. Ich meine, das könnte Emma auch mal, oder? Hier herrscht aber gute Laune. Gibt es etwas zu feiern? Ich sage mal so. Eine große Krise wurde gerade noch abgewendet. Darf ich fragen, wie? Durch eine sehr positive Entscheidung. Die aber alleine das Lahnstein-Gremium betrifft. Ja, auch wenn Sie Geschäftsführerin von LCL sind. Details müssen Sie gar nicht wissen. Störe ich? Überhaupt nicht. Schon von der Feier zurück? Doch, das war nur ein kleines Essen im engsten Familienkreis. Sebastian hat uns eingeladen. Ich glaube, er wollte sich ein bisschen auf die Schulter klopfen lassen. Männer brauchen sowas ja manchmal. Wenn er sich's verdient hat. Mm. Willst du wissen, womit? Er hat die Immobiliensparte verkauft. An einen schwedischen Investor, der von unserer Bankenkrise keine Ahnung hat. Hm. Soweit ich weiß, sind das keine Gerüchte. Die Lahnsteinbank ist wirklich pleite. Ja, ja, das stimmt. Aber wie gesagt, dieser schwedische Investor hatte keine Ahnung. Und er hat den vollen Preis bezahlt, ohne Abstriche. Das sind doch wundervolle Neuigkeiten. Ja, ich dachte, du solltest das wissen. Damit sind die Befürchtungen, dass LCL verkauft werden könnte, vom Tisch. Gott sei Dank. Wo wir beide uns doch jetzt so aneinander gewöhnt haben. Ja, unser Frieden tut den Geschäften richtig gut. Wie soll es denn jetzt eigentlich mit dem Geld aus dem Immobilienverkauf weitergehen? Dazu kann ich nichts sagen. Das hat das Gremium zu entscheiden. Stimmt es nicht, dass diese Helena eine Kunstsammlung kaufen will? Das hat ja mit LCL nichts zu tun. Aha. Aber sie will doch Van Gogh-Bilder kaufen, oder? Du hast Elisabeth gehört. Du kümmerst dich um LCL und den Rest schaffen die Lahnsteins ganz allein. Ich will mich auch gar nicht einmischen.
Bist du soweit? Ja, im Prinzip schon. Ich habe Justus Bescheid gegeben, dass er unser Abendessen in der Suite anrichtet. Mit Kerzenschein, Musik und... Das heißt, wir feiern den Verkauf der Immobiliensparte. Ganz genau. Aber vor allem würde ich gerne feiern, dass ich seit langer Zeit zum ersten Mal das Gefühl habe, dass es endlich wieder aufwärts geht. Wollen Sie wissen, was es Neues in Düsseldorf gibt? Dann spitzen Sie mal die Ohren. Man wird aber nicht erzählen, wer sich gerade wo die Haare blondieren lässt. Die Immobiliensparte ist verkauft. Zum vollen Preis. Bitte? Wie hat Sebastian das denn so schnell hingekriegt? Fragen Sie mich das nicht. Jedenfalls hat Helena vor, einen Teil des Geldes sofort in Kunst zu investieren. Van Gogh-Bilder. Damit liegt sie mir schon die ganze Zeit in den Ohren. Das ist ein bombensicheres Geschäft. Hören Sie zu, ich muss jetzt zum Flughafen. Wenn das Auktionshaus auch noch Millionengewinne macht, dann können wir die ganze Sache hier vergessen. Sie darf diese Van Goghs nicht kaufen. Ja, dann kümmern Sie sich drum. Ich verlasse mich auf Sie. Alles klar? Bis später. Van Gogh-Reihe. Es werden Rekordgewinne erwartet. Option für den Kauf läuft aus am... Das ist ja schon heute. Willst du dir einen Van Gogh zulegen? Nein, um Gottes Willen. Das habe ich nur zufällig hier entdeckt. Wie stößt man denn zufällig auf Van Gogh? Ich habe Farben recherchiert und da ist mir dieses ganz besondere Van Gogh-Gelb aufgefallen. Und das wird dann vielleicht die Trendfarbe vom nächsten Jahr? Ach, das ist noch nicht spruchreif. Leonie. Was hast du denn da? Ich hab nur ein paar Bilder rausgesucht. Van Gogh. Warum? Clarissa hat vorhin nach neuer Inspiration für die neue Kollektion gesucht und hat sich solche Bilder angeguckt. Da dachte ich mir, vielleicht hilft es ihr, wenn sie solche Bilder mal an die Wand hängen kann. Meistens sieht man ja doch auf Papier. Gib mir die Bilder. Ich muss sowieso mit Clarissa reden. Ich bringe sie ihr mit. Danke. Ja, ich will die Option auf die Van Goghs. Natürlich weiß ich, dass das Bieten in 2 Minuten ausläuft. Was? Ich bin bei Ihnen falsch. Ja, dann verbinden Sie mich mit der richtigen Stelle. Ich warte. Verstehe ich. Es tut mir leid, dass ich dir in deine Geschäfte reinreden wollte, Sebastian. Du hattest recht, es war richtig, mit dem Verkauf der Immobiliensparte noch zu warten. Wir konnten mir immerhin einen angemessenen Preis bekommen. Wir wissen alle, dass es ein großes Opfer für dich war. Tja, damit wäre ein erster großer Schritt getan. Ab jetzt hängt alles ab von Helena. Oder besser gesagt von Van Gogh. Und wenn Ludwig dann noch eine bindende Zusage von den Chinesen bekommt? Das wäre so bitte doppelt. Und zwar zackig. Wieder so viel Zeit wie Sie. Guten Morgen. Na, wie habe ich das vermisst? Wie war denn Kanada? Kanadisch. Ach was. Leonie hat ein paar Bilder für dich zusammengestellt. Zufällig, Van Gogh. Waren wir uns nicht einig, dass sich die Angelegenheiten des Gremiums nichts angehen? Durch unser letztes Gespräch hatte ich eine Idee für die neue Kollektion. Das ist ja wohl nicht verboten. Und jetzt entschuldige mich bitte. Auch nicht so schnell. Ich muss ein Gespräch führen. Geschäftlich. Gut. Kann ich erwarten. Du hast bestimmt nichts zu verbergen, oder? Was waren das für Investoren, mit denen Sie Gespräche geführt haben? Internationale Fondsmanager. Und die wollen Sie jetzt überreden, in die Landsteinbank zu investieren? Wollte ich. Leider nicht geklappt. Volltreffer. Ich habe die Option auf die Van Goghs. Die Option gehört mir. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist großartig, Helena. Das ist fantastisch. Damit sind wir der Rettung des Unternehmens einen gewaltigen Schritt näher gekommen. Super. Falls du einen Termin hast, tu dir keinen Zwang an. Was könnte es Wichtigeres geben als eine Besprechung mit dir? Ach, Clarissa, übertreib's doch nicht mit deiner Freundlichkeit. Sonst könnte ich glatt den Eindruck bekommen, dein plötzliches Interesse an Van Gogh hätte mit dem Gremium zu tun. Du meinst, weil die kleine Lahnstein sich auf einmal für Van Gogh interessiert? Ja, allerdings. Sie könnte mit dem Auktionserlös die gesamte Lahnsteinbank aus der Schuldenkrise führen. Ich zitiere Elisabeth äußerst ungern, Clarissa, aber... Dich brauchen als Geschäftsführerin von LCL die Details nicht zu interessieren. Erzähl, wie hast du die anderen Bieter aus dem Rennen gekegelt? Du, ich hatte einfach das beste Gebot. Herzlichen Glückwunsch, Schwesterchen. Jetzt liegt das Schicksal der gesamten Familie in deinen Händen. Zum ersten Mal, wenn ich mich nicht irre. Stimmt.
Aber wie gesagt, Kunst ist eine krisensichere Anlage. Und ich verspreche euch, ich werde diese Bilder mit einem Gesamtgewinn im zweistelligen Millionenbereich verticken. Hör auf zu sabbern, es gibt keinen neuen Gaul. Ratzke, diese Nachricht dürfte doch selbst Ihnen ein Lächeln entlocken, oder? Ich werde Ihnen mein hellstes Strahlen schenken, wenn diese Auktion auch nur halbwegs so erfolgreich verläuft, wie hier jeder vermutet. Ach, das will ich sehen. Kurz vor Ende ist es übrigens noch mal richtig knapp geworden. Ja, eine Interessentin hatte sich gemeldet, aber dann irgendwie kein Gebot abgegeben. Ich hätte wirklich zu gern gewusst, wenn du gerade anrufen wolltest. Wieso vertraust du mir schon wieder nicht? Ich dachte eigentlich immer, wir hätten einen Waffenstillstand. Aber irgendetwas sagt mir, du träumst immer noch von der Alleinherrschaft bei LCL. Ich träume von einer friedlichen Koexistenz auf einer soliden Basis für die Bank. Natürlich auch dank der Investoren, die Ludwig in China akquirieren konnte. Ach, apropos, wo steckt Ludwig eigentlich die ganze Zeit? In Peking. Wieso interessiert Sie das? Sie wissen doch, nichts interessiert mich so sehr wie die Familie. Sebastian hat völlig recht. Wohl und Wehe der Firma hängen jetzt ganz allein von dir ab. Was wir allein dann viel Spekulation zu verdanken haben. Freu dich doch, deine große Stunde. Endlich kannst du die Heldin spielen. Was denn? Hab ich was Falsches gesagt? Ruht ja vielleicht ein bisschen viel Verantwortung auf deinen zarten Schultern. Ansgar, nerv mich nicht. Was willst du? Sicher gehen, dass du dich mit dem Deal nicht verhebst. Wie sicher bist du eigentlich, dass keins der Bilder gefälscht ist? Heißt mich für so blauäugig? Ich will natürlich wie üblich die entsprechenden Expertisen sehen. Bei einem Geschäft in dieser Größenordnung ist natürlich nichts wie üblich. Vielleicht sind ja auch die Fälscher ein bisschen einfallsreicher. Was glaubst du, was ich bisher versteigert habe? Modeschmuck und Rauschgoldengel? Keine Ahnung, hast du? Nerv mich nicht. Wie willst du die Bilder eigentlich versichern? Ich habe sie gerade erst erwerben können, also gestatte mir bitte, dass ich einen Schritt nach dem anderen mache, ja? Aber liebstes Cousinchen, ich will dir doch gar nicht reinreden. Weißt du, ich mache mir einfach nur so meine Gedanken. Die ganze Familie verlässt sich auf dich. Wenn du den Deal vor die Wand fährst, sind wir geliefert. Die ganze Familie hat um die Wette gestrahlt. Helena am hellsten. Was sagt uns das? Ich hätte die Van Goghs gekriegt mit etwas mehr Vorlauf. Sie haben es versaut. Was war denn daran so schwierig? Anrufen, das beste Gebot abgeben, wieder auflegen. Als ob bei Ihnen immer alles so glatt läuft. Naja, was soll's. Macht ohnehin mehr Spaß, Helena ein bisschen zu ärgern. Sie lässt sich so schön verunsichern. Was haben Sie vor? Auf die nächste Gelegenheit warten. Dafür war ich in China sehr erfolgreich. Glaubt Ihre Familie immer noch, dass Sie in Kanada waren? Selbstverständlich. Oh, verdammt. Justus! Justus! Räumen Sie das Zeug hier weg, das ist lebensgefährlich. Verzeihung, Gräfin. Das Gepäck des Grafen. Ich werde es gleich wegräumen. Es ist Ludwig tatsächlich gelungen, einige Investoren in Peking für sich zu gewinnen. Allerdings glauben die nach meinem panischen Auftritt dort, dass die Landscheinbank ein Fass ohne Boden ist. Ich habe regelrecht gebettelt. Das macht jeden Investor misstrauisch. Und zur Sicherheit habe ich noch ein paar passende Gerüchte gestreut. Die Investoren werden also aussteigen? Mit absoluter Sicherheit. Wie lange, glauben Sie, können Sie die fingierte Krise noch aufrechterhalten? Solange die Geschwisterchen noch zusammenhalten. Sie haben hoffentlich dafür gesorgt, dass Sie Ludwig nicht über den Weg laufen. Das war gar nicht nötig. Was soll das heißen? Das weiß ich selbst noch nicht so genau. Ansgar, Ansgar, du warst also auf Ludwigs Spuren.
Brauchen Sie vielleicht das hier? Den Schlüssel. Oder wollen Sie mir sagen, was Sie an meinen privaten Schubladen zu suchen haben? Was ich hier zu suchen habe? Moment, scheinst du ja wirklich nicht genug von mir zu bekommen. Und du von Ansgar? Nur weil ich mich auf der beinahe Hochzeit deiner Freundin mit ihm unterhalten habe. Ihr habt über Marlene geredet, schön und gut. Ging es nebenbei auch zufällig um Ansgars Reisepläne? Welche Reisepläne? Nach Kanada. Was will er denn da? Die Familie sollte glauben, dass er in Kanada ist. Dem Gepäck nachzuurteilen, war er aber in Peking. Und ich will wissen, was er dort getrieben hat. Vielleicht hat er ja Ludwig besucht. Wohl kaum. Das wüsste Elisabeth. Ludwig kann ja nicht mal den One-Night-Stand mit dir verhandeln. Ach, komm auf den Punkt. Der Punkt ist, dass Ansgar mit den Chinesen verhandelt hat. Und ich will wissen, worum es dabei geht. Eigentlich dachte ich, wir beide hätten eine Allianz. Aber so wie es aussieht, spiele ich hier den Alleinunterhalter. Und du siehst Gespenster. Ansgar hat wahrscheinlich nur ein paar Tage ausgespannt. Du bist naiv. Oder ich habe mich mal wieder in dir getäuscht. Ich werde meine Kontakte spielen lassen. Ich bin schon noch raus, warum Ansgar China war. Reicht dir das? Vorerst. Den Kaufvertrag für die Immobiliensparte, so. Ja, ich wollte wissen, ob Sebastian tatsächlich so ein gutes Geschäft gemacht hat. Im Gegensatz zu Ihnen kann der Rest der Familie ganz gut mit Zahlen umgehen. Oh, ich wollte nicht tatlos sein. Aber Sie hätten auch einfach Sebastian fragen können. Was wollen Sie also wirklich? Ja, bitte. Verzeihung, Gräfin. Diese wurde soeben geliefert. Eine Geschenksendung des Grafen aus China. Oh, danke, Justus. Bringen Sie das Paket bitte auf meine Suite. Sehr wohl. Oder nein, lassen Sie es da stehen. Ach, gerne. Wir doch gerade beim Thema sind. Ich bräuchte nämlich Kontakt zu Ihrem Mann. Ich kann ihn nicht erreichen. Ah, Kontakt zu meinem Mann? Warum fragen Sie nicht einfach mich? Weil ich den Eindruck habe, dass er Sie nicht wirklich über die Details seiner Reise in Kenntnis gesetzt hat. Was wollen Sie von Ludwig? Darauf erwarten Sie jetzt nicht wirklich eine Antwort, oder? Doch. Ich bin seine Stellvertreterin. Alle geschäftlichen Belange laufen während seiner Abwesenheit über mich. Und ich gehe mal davon aus, dass Sie mit Ludwig nicht unbedingt etwas Persönliches zu besprechen haben. Warum sagen Sie mir nicht einfach, in welchem Hotel ich ihn erreichen kann? Ich weiß nicht, wo er sich im Moment aufhält. Ich führe nicht Buch über seine Reise. Und jetzt entschuldigen Sie mich. Lahnstein? Are you sure? Okay, thank you, bye-bye. Hatten wir nicht vereinbart, dass ich Ansgar hinterher spioniere? Hast du denn schon was rausbekommen? Noch nicht. Wie gut, dass wir einen Waffenstillstand haben. Es wäre so langweilig, gegen dich anzutreten. Was hast du rausgefunden? Ludwig ist nach China geflogen, um einige Investoren zu treffen, damit sie Geld in die Lahnsteinbank pumpen. Und? Später setzt sich Ansgar ins Flugzeug, behauptet, dass er in Kanada ist. In Wahrheit trifft er genau dieselben Investoren, um mit ihnen zu verhandeln. Worüber? Genau, das werde ich rausfinden. Und danke, ich brauche deine Hilfe nicht. Oh Gott, Liebling, es ist jetzt das dritte Mal, dass ich versuche, dich zu erreichen. Also gut. Es geht um Ansgar. Er verhält sich merkwürdig und es gibt natürlich Anlass zur Sorge. Also bitte ruf mich zurück, ja? Dringend. Tschüss. Habe ich hereingesagt. Ich muss dir was sagen. Ansgar war nie in Kanada. Er war in China. Sie kriegen gleich Besuch. Denken Sie sich schnell eine Ausrede aus, warum Sie in China mit Ludwigs Investoren verhandelt haben. Ich hätte ja nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber Sie schaffen es immer noch, mich zu überraschen. Was habe ich denn dieses Kompliment verdient? Mit einer Reise nach China? Versuchen Sie gar nicht erst, es zu leugnen. Das erspart uns eine Menge Zeit. Also,
Sie haben sich in China mit Ludwigs Investoren getroffen. Und zum Dank erbitten die sich jetzt Bedenkzeit. Warum boykottieren Sie die Lösung für eine Krise, die Sie selbst verursacht haben? Warum suchen Sie nach Ludwigs Kontaktdaten, wenn Sie ihn doch getroffen haben? Also schließlich müssen Sie ihm ja in Peking begegnet sein. Sie haben tatsächlich keine Ahnung. Ansgar, komm schon. Ich weiß Tanja. Ganz genau, dass... Hören Sie mal, was soll das? Wir müssen dringend reden. Also schön, es stimmt. Ich war nicht in Kanada, ich war in China. Aha. Und was wollten Sie dort? Darum geht's jetzt gar nicht. Oh, doch, für mich schon. Sie haben uns alle angelogen, da möchte ich schon gerne wissen. Warum? Der entscheidende Punkt ist, ich habe Ludwig in Peking nicht angetroffen. Genauso wenig wie seine Investoren, die mit ihm nur via Internet kommuniziert haben. Ludwig macht uns seit Wochen etwas vor. Ich weiß nicht, wo er ist, aber eins ist sicher. Er ist nie in Peking angekommen.